Spitzenspiel. Alba Berlin gegen den Aufsteiger, gegen Rhein Energy Cologne. Wir fassen nochmal die Höhepunkte für Sie zusammen. Am Ende hatte er es wieder einmal allen gezeigt, Svetislav Pesic. Dort, wo der Meistercoach arbeitet, da ist Erfolg programmiert. Und spätestens nach dem Sieg in Berlin zählt die zusammengewürfelte Truppe von Rhein Energy zu den heißen Titelanwärtern. Die Jungs sind sehr motiviert. Die Leute in Köln, die wollen etwas Besonderes machen. Und wie Sie wissen, ich bin immer bereit für etwas Besonderes. Und auch das Spiel hatte Besonderes zu bieten. Von Beginn an ungeheuer viel Tempo. Ständig wechselte die Führung, allein im ersten Viertel 15 Mal. Erst kurz vor der Pause konnte sich Rhein Energy etwas absetzen. Gregor Linke, sein Dreier zur 47:39 Halbzeitführung für Köln. Gleiches Bild auch zu Beginn von Hälfte 2. Rhein Energy baute die Führung bis auf 15 Punkte aus. Doch Alba kam nochmal zurück. Vor allem der von einer Schulterverletzung wiedergenesene Marco Pesic wollte das Familienduell gegen den Vater endlich einmal für sich entscheiden. Mit 16 Punkten war der Nationalspieler Berlins erfolgreichster Korbjäger. Doch gegen einen überragenden Vladi Bogojevic auf Seiten Kölns war Alba am Ende chancenlos. 21 Punkte für den Guard der Rheinländer. 85:76 der überraschende Endstand. Die letzten Punkte der Partie durch CC Harrison. Für Alba Berlin war es die erste Heimniederlage seit knapp 2 Jahren. Rhein Energy feierte den 6. Sieg in Folge und ist damit in der Tabelle an Alba vorbeigezogen. Der Aufsteiger schlägt den Meister. Mein Gott, ist das die Wachablösung im deutschen Basketball? Ich denke, man kann noch nicht so früh schon schreien. Ja. Es war klar, dass Köln eine sehr, sehr starke Mannschaft hat. Dass Svetislav diese Mannschaft so schnell zusammenfügen kann, ist überraschend. Aber sie haben einen guten Geist und die Wachablösung, denke ich, ist noch nicht da. Was die Berliner dazu meinen, wir haben Theoman Öztürk gefragt. Für mich persönlich war es eigentlich von vornherein klar, dass Köln eine gute Mannschaft zusammenstellen wird. Und genauso haben sie sich auch präsentiert. Die sind meiner Meinung nach mindestens genauso gut wie wir. Also für mich wir sind nicht so die Top-Favoriten, finde ich. Für mich ist Köln, Frankfurt, Leverkusen dieses Jahr fast genauso stark wie wir. Ganz leise Töne bei den Berlinern. Der fünfmalige Bundesliga-Champion ist auf einmal kein Favorit mehr. Ja, das ist eigenartig. Noch letztes Jahr hätten wir ganz andere Aktionen gesehen. Man hätte mit Selbstbewusstsein hätte man gesagt, das war ein Ausrutscher. Das passiert eben. Ich denke, jetzt wird man schon ins Grübeln kommen. Ins Grübeln sind Sie auf jeden Fall gekommen. 3 Niederlagen in dieser jungen Bundesliga-Saison. Wir haben uns mal reinversetzt in die Berliner, woran es liegt beim deutschen Meister. Alba Berlin geschlagen. Das ist neu. Das Verlieren hatten sie eigentlich verlernt. Eigentlich die Gründe für die Krise. Europameisterschaft im September, 4 Albatrosse mit dabei. Ohne Erholung in die neue Saison, dann das Verletzungspech. Ausnahmecenter Kuturovic kurz vor Saisonstart suspendiert. Sein Nachfolger George Zidek nur selten so erfolgreich. Und jetzt auch noch verletzt. Ohne Riesen keine Siege. 5 Meisterschaften in Folge, Alba nicht mehr mit dem ganz großen Hunger, der letzte Einsatzwille fehlt. Alba 2001 auf der Suche nach der alten Dominanz. Noch sind sie auf der Suche, aber ich denke mal, Alba wird schon zum richtigen Zeitpunkt diese alte Dominanz zurückfinden und es werden ganz sicher fantastische Playoffs und Finalspiele.